Du weißt, was auf dem Spiel steht. Die Familie, die Firma. Wir sind so gut wie pleite. Und was hat das mit Marlene zu tun? Alles. Ich habe das Auktionshaus versenkt. Ich habe Helena aus dem Haus gejagt und das habe ich alles aus Eifersucht getan. Dieses Gefühl, das frisst mich einfach auf. Ich will dich nicht länger fertig machen. Ich habe es Helena versprochen, kurz bevor sie gegangen ist. Und darum soll ich dir versprechen, dass ich nichts mit Marlene anfange. Ja, wo ist das Problem? Oder läuft schon irgendwas mit euch? Darum geht's doch jetzt gar nicht. Sondern? Tristan, egal was ich dir verspreche, du trägst die Verantwortung für alles, was du tust. Es ist dein Leben und es sind deine Entscheidungen. Trauertal stehen gelassen. Und das, obwohl sie mir einen Tag vorher noch gesagt hat, wie sehr sie mich liebt. Sie war die erste Frau, mit der ich mir wirklich vorstellen konnte, eine Familie zu gründen. Hat sie dir eigentlich von meinem Ehegelübde erzählt? Ich habe ihr gesagt, dass sie mir als Berufszyniker den Glauben an die Liebe zurückgegeben hat. Und dass man den Glauben eine Minute später wieder genommen hat, ist eigentlich ein Zynismus, kann ich sie überbieten. Wenn ich mir vorstelle, dass sie dir das gibt, was sie mir genommen hat. Rebecca, du musst mir das bitte glauben, ich will das nicht, aber bei dem Gedanken daran, da drehe ich durch. Aline und ich, wir sind nicht zusammen. Und das wird auch nicht passieren. Tristan und ich, wir müssen uns endlich mal offen aussprechen. So unter Geschwistern wie früher. Ich wollte, dass er endlich akzeptiert, dass du dich für mich entschieden hast. Ich weiß, es ist bitter, aber es passiert. Aber ich hatte das Gefühl, da ist nichts. Verstehst du? Nichts, woran er sich festhalten kann, was ihn aufbaut. Er ist einfach nur leer. So hast du sie mir nicht gesagt. Schlimmer. Er hat mich emotional erpresst. Ich musste ihm versprechen, dass nie wieder was zwischen uns laufen wird. Ich wusste nicht, was ich sonst tun soll. Ich habe einfach solche Angst um ihn. Ich hätte ihm an deiner Stelle genau das Gleiche versprochen. Du bist dein Bruder. Ja, aber... Ich bin wirklich... Ich bin wirklich froh, dass du es ihm nicht gesagt hast. Es ist einfach noch zu früh. Wenn er erfährt, dass ich ihn angelogen habe, dann... Wir sind ganz vorsichtig versprochen.
dann danke für die Info. Und bis später. Von der Hauptrolle am Broadway. Das ist übrigens ziemlich erfolgreich da drüben, aber wir haben ganz andere Kaliber und greifen bestimmt nicht auf ein verglimmendes deutsches Sternchen zurück. Ich habe dich nicht um deine Meinung gefragt. Das war auch eher eine Aufforderung zum Arbeiten, anstatt hier nur rumzuhängen. Was ist das? Die Unterlagen für die Umsatzsteuer müssen bis morgen beim Steuerberater sein. Machen wir mit dem Wasser. Willst du nicht rangehen? Ich wüsste nicht, dass dich das was angeht. Ja, was ist? Soll ich später noch mal anrufen? Es tut mir leid, ich habe gerade Stress mit Tristan. Okay, dann lassen wir das besser. Was denn? Naja, ich dachte, wir könnten uns in der Mittagspause sehen. Das klingt wirklich verlockend. Es ist nur so... Ach, weißt du was, die Arbeit rennt ja nicht weg. In einer Stunde? Ja, klingt gut. Bei mir? Hast du Sturmfreie? Das hat mich zuletzt jemand gefragt, als ich 15 war. Ja, genau so fühle ich mich auch gerade. Bis später. Tschüss, Süße. Hast du viel Horrorfilme geguckt, oder wie? So ähnlich. Papa! Na, was ist das? Na... Und die wiederum passen einfach perfekt zu meinem türkisfarbenen Kleid. Weißt du, das mit diesem langen Rückenausschnitt? Sag mal, Marlene, wann habe ich eigentlich zuletzt so getan, als würde ich mich dafür interessieren, was du dir für Schuhe kaufst? Was mich viel mehr interessiert, ist, wem du da vorhin Bespätersüße ins Ohr gesäuselt hast. War das zufällig Rebecca? Quatsch, wie kommst du auf sowas? Das war Kim. Die will mich in der Mittagspause treffen. Ah, ja. Ja, und wenn ich nicht in die Hufe komme, dann komme ich zu spät. Ich hoffe, die Unterlagen sind fertig. Nein, und das wird doch noch eine Weile dauern. Wenn du sie schneller erledigt haben willst, dann musst du es selber machen. Ich habe auch noch was anderes zu tun. Wir sehen uns zu Hause. Bis später. Kann ich zahlen, bitte? Bist du dir sicher, dass wir allein sind? Hallo, jemand zu Hause? Siehst du, wir sind völlig ungestört. Willst du mir vielleicht sagen, was mit Tristan war? Nein. Wir haben genau eine Stunde. Und die will ich ganz mit dir allein verbringen. Schade. Was denn schade? Ich muss in die Firma. Eine Stunde ist definitiv zu wenig. Mhm. Vielleicht sollten wir uns demnächst mal krank melden. Dann fühle ich mich aber endgültig wie 15, inklusive Schule schwänzen. Wieso? Es hat doch was. Wieder 15? Obwohl. Nur mit Auto und Kreditkarte. Ja. Besser mit dem? Mist. Jetzt sind wir endgültig wieder 15 und müssen zusehen, dass wir uns nicht erwischen lassen. Ja, dann seien Sie noch in einer Stunde im Betrieb. Bin ich wieder da. Nee, am Preis ist nichts mehr zu machen. Hört es? Nee.
einer Kassenportion. Das heißt also 6 oder 7 Gramm. Kannst du mir jetzt sagen, wie ich an meinen Schild rankomme? Ganze 10 Mitarbeiter hatte das Unternehmen, doch es ging schnell aufwärts. Die Bilanzen von damals lesen sich wie ein... Papa sieht nur das, was er sehen will. Und er kann ja nicht ewig hier sein. Ja, oder wir gehen raus und sagen, hi. Ich meine, eigentlich ist er doch ein ganz cooler Typ, oder? Du hast Tristan gerade erklärt, dass zwischen uns beiden nichts mehr laufen wird. Und ich meine, je mehr Leute wissen, dass das eine Lüge ist, umso mehr Leute können es ausplaudern. Ja. Ja! Tristan. Ich freue mich auch, Sie zu sehen. Ist Marlene da? Kommen Sie doch ruhig rein. Marlene da ist? Hab sie nicht gesehen. Die Unterlagen müssen heute noch geprüft werden und dann zum Steuerberater raus. Es ist eilig, Marlene weiß Bescheid. Ich war doch dabei, als sie Ihnen gesagt hat, dass sie im Moment was anderes vorhat. Ah, sie macht schon seit 2 Stunden Mittagspause. Ich mache mir langsam ein bisschen Sorgen. Ah, ja. Um wen? Um Marlene oder um den Steuerberater? Ja, wenn Sie mir nicht glauben, dann überzeugen Sie sich gern selbst. Schauen Sie überall nach. Schauen Sie im Schlafzimmer nach, schauen Sie im Badezimmer nach oder in der Besteckschublade. Das ist seit neuestem Ihr Lieblingsversteck. Sie soll sich darum kümmern, wenn sie nach Hause kommt. Ja, sage ich ihr. Ich bitte zum Rapport. Ihr habt 2 Minuten. Danke, dass du uns nicht verraten hast. Ist das alles? Es tut mir wirklich leid, dass ich dich vorhin angelogen habe. Woher wusstest du eigentlich, dass Rebecca und ich da drin sind? Ich bin ja nicht senil. Außerdem habe ich dir damals schon an der Nasenspitze angesehen, dass du gelogen hast, als du 3 Jahre alt warst. So. Sie sind also die neue Freundin meiner Tochter. Tja. Dann ist das wohl so. Ja, wie ihr seht, bringt Versteckspiel nichts. Ja, mein Bruder, der tut sich ein bisschen schwer mit der Trennung. Das hast du ja selbst gesehen gerade, er ist ganz schön von der Rolle. Mhm. Und wir hoffen, dass Tristan unsere Beziehung eher akzeptieren kann, wenn ein bisschen Gras über die Sache gewachsen ist. Dafür, dass ihr ihn monatelang belogen habt, würde ich darauf mal nicht wetten. Bitte, Papa, sag's niemandem. Bitte, weißt du, das war auch für uns keine leichte Entscheidung. Papa. Also gut. Ich sag nichts, aber wartet nicht zu lange. Denn wenn er das mitbekommt, dann ist die Kacke richtig am Dampfen.